Das wird lustig. Komm schon, hier ist noch irgendwo einer, oder? Hier hat mich auf jeden Fall auch irgendwo mal einmal einer erschreckt, das weiß ich noch ganz genau. Verdammte Scheiße. Aber es passt. Das passt. Ich spiel's ja zum Glück nicht. Ich spiel's ja jetzt nicht zum ersten Mal. Das ist ja dann kein Problem. Aber wir werden auf jeden Fall oft hier failen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Weil es einfach wirklich nicht so derbe. Also für mich jedenfalls nicht so richtig leicht ist. Also im Kindergarten ist es für mich nicht. Gehen wir nochmal schnell hier vorbei. Holen uns das Medikit. Also auf jeden Fall haben wir auch einen Überschuss an Medikits hier liegen. Sowas ist ja auch in diesem Spiel normal. An Medikits kann es eigentlich nicht mangeln. Da war noch einer, das weiß ich noch ganz genau. Guck mal, die werfen jetzt schon Granaten, die Bastarde. Verdammte Scheiße. Also ich frag mich echt, wie wir in den späteren Levels hier durchkommen sollen, wenn wir jetzt schon so hier abkacken. Also was heißt hier abkacken? Abkacken tun wir jetzt nicht wirklich unbedingt, aber es sieht halt schon schwach aus gerade. Ich sollte eigentlich nicht einen Lebenspunkt verlieren. Das wäre ideal jetzt hier in dem Level. Aber naja. Oh, kauf den neuen PC, Mann, der ist am Arsch. Naja. Die Physik von dem Spiel ist auf jeden Fall auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also, ich meine, die Tastatur fliegt jetzt nicht wirklich unbedingt und auf jeden Fall verschwindet sie auch nicht auf dem Boden. Also, wenn man jetzt hier irgendwas schlägt mit der Waffe, das fliegt so weit, als würde man das irgendwie, wie soll ich sagen, wird man das irgendwie wegschleudern mit einer Schleuder oder sonst was. Ah, wir haben eine neue Waffe gekriegt. Unterscheidet sich jetzt nicht unbedingt sehr von unserer Maschinenpistole, aber sie ist schon ein bisschen besser, also die ist stärker und aber ich bemerke gerade, ich habe ja noch zwei Pistolen, die sollte ich noch benutzen, weil die sind ein bisschen gängiger, wenn wir hier in Bullet Time rumlaufen, später werde ich sie nicht sehr arg gebrauchen können. Und nun haben wir hier einer von den geil. Wir sind auch Geister am Werk. Ja. Scheint noch ein bisschen Leben in sich zu haben. Wieder ein Grafikfehler und das hier. Keine Ahnung, könnte ja auch Absicht gewesen sein, dass sie sich noch bewegen, die ganzen Teile hier. Aber ich glaube eher, dass es ein Fehler ist. Ja, hier haben wir auf jeden Fall einen Anrufbeantworter. Können wir abhören. Könnte der Story beitragen, also natürlich trägt es der Story bei, aber ich meine, es könnte zum Verständnis der Story beitragen, aber mir persönlich haben sie jetzt meistens nicht sehr arg geholfen. Kann auch sein, dass ich nicht richtig zugehört habe oder es auch nicht richtig gecheckt habe, aber es hat mir schon, aber meistens hat es schon geholfen. Jetzt betätigen wir den Hebel, jetzt sollten wir ganz schnell wieder schnell hierher gelangen, denn jetzt werden gleich Gegner aus dieser Tür kommen und wild umherballern. Deswegen sollten wir lieber auf Nummer sicher gehen und ich bemerke auch gerade, wir haben ja auch Granaten, die könnten wir auch benutzen. Okay, sieht ganz okay aus bis jetzt. Aber ich glaube, wenn wir uns dahin begeben, werden gleich neue Gegner erscheinen, aber das möchten wir jetzt erstmal ein Rätsel lassen. Okay, passt. Es scheint sicher zu sein. Ein neuer Checkpoint und weiter können wir gehen. Wir gehen erstmal hier, weil hier gibt es ein Medikit. Und dann hier gibt es noch mehr Sachen. Rüstung, Waffen etc. Wieder zur Verschönerung eine Leiche mit viel Blut.
So, hier waren hier unten ein paar Gegner. Jetzt könnten wir das lustig machen. Aber ich warte lieber. Nein, ich warte lieber ab. Aber die könnten einen auch sehen. Das ist die Scheiße. Yep. Yep. Eine Granate am besten reinwerfen. Und dann. Ach du Scheiße, mein Bullet Time ist gleich weg. Also, gerade eben hat man es gesehen, der ist zerplatzt. Aber in der Uncut-Version wäre er richtig zerplatzt. Und löst sich nicht in Luft auf. Das ist die Uncut-Version, da lösen sie sich einfach nur in Luft auf. Aber in der Uncut-Version zersplittern die so richtig. Und ja, ist halt ein bisschen, keine Ahnung, müssen die halt gleich uncutten. Ist ja ein bisschen zu gewaltsam, ne? So. Keine Ahnung, wie man es nimmt. Das ist für mich nur ein Spiel. Das ist vielleicht was. Ach du Scheiße. Also ich weiß, hier war es auf jeden Fall schwer. Ich muss aufpassen. Also jetzt hier wird's schwer, vor allem in diesem hohen Schwierigkeitsgrad. Okay, Präzision ist ja auf jeden Fall gefragt. Man kann es machen, wie man es will. Okay. Ah, wir können übrigens mit Q und E jeweils durch die Ecke spähen. Und dann können wir auch hier. Ich könnte das auch noch ohne Bullet-Time machen. Kommt her, Jungs. So. Das sind schon hartnäckig, die Typen. Das sind auch sehr leise manchmal und kommen einfach aus der Ecke hervor. Gut, hier sind wir dann auch erledigt. Ich glaube, das waren jetzt so mehr oder weniger die alle. Schön die Muni aufsammeln, damit wir immerhin genügend Vorrat an Waffen haben. An Munition, meinte ich. Ja, das war's, glaube ich. Hier können wir nicht hoch. Wir müssen hier runter. Ich kann auch schon mal reingucken, was wir Schiss haben und nicht uns nicht überraschen lassen wollen. So. Wieder ein bisschen Paranormal Activity am Start. Ah, hier ist noch eine Waffe. Nicht zu vergessen. Jetzt könnte man sich wieder als Frau erschrocken haben oder als Memme oder was weiß ich. Nein, ich will hier niemanden beleidigen. Apropos, wir können ein Medikit verwenden, wir haben eh genug. Wir haben wieder unseren Drogenrausch, wie ich es immer gerne nenne. Denn jetzt haben wir hier wieder. Na, ich kann glaube so viel ruhig erzählen. Also das ist auf jeden Fall eine, wie soll ich sagen, eine Art Einbildung, die wir haben, immer, die wir bekommen. Wenn wir so in diesem Rauschzustand sind, das ist eigentlich eine Einbildung, das ist keine Realität eigentlich im eigentlichen Sinne. Wir bilden uns das nämlich nur alles ein. Das heißt, dieser Typ, der da rumläuft, der ist nicht wirklich da, deswegen verschwindet er auch immer und löst sich in Luft auf. Und hier werden wir wieder schön begrüßt mit Skeletten und Blut. Und das Licht flackert. Es ist einfach ein herrliches Bild von dem Spiel. Es gefällt mir einfach. Also, das ist das, was mir sehr gefallen hat bei dem Spiel. Bei der Atmosphäre von 4. Ne, hier war nichts mehr. Das können wir hochgehen. Ja. Und jetzt sehen wir wieder das Pedo-Mädchen. Aber es bringt nichts, wenn wir es abballern. Wenn wir stehen bleiben, dann werden wir gegrillt und
sterben, aber wir fliehen lieber hier raus aus dem Gebäude und aus der Gefahr von Alma und scheißen einfach drauf. Weil es bringt uns nichts, wegen dem sterben wir jetzt lieber nicht. Also ich würde gerne noch weiterleben und weiterspielen. Fertig damit sind wir jetzt dann beim Intervall 3, bei der Eskalation. Also wir wurden lebend aufgefunden und... Nee, Moment. Doch, wir wurden lebend wieder aufgefunden, aber einer wird noch vermisst. Und ein neues Signal von Paxton Vettel wurde in einem Gebiet entdeckt. Und jetzt wird Verstärkung auf den Weg geschickt und wir müssen wieder versuchen, Vettel zu finden und zu neutralisieren. Also ich kann euch jetzt schon mal verraten, dieses Ziel, Paxton Vettel zu finden und ihn zu neutralisieren, ist eigentlich im gesamten Spiel unser Hauptziel. Also das wird sich eigentlich kaum ändern. Bis hin zum letzten Level, zur letzten Szene, zum letzten Mal. Also das ist eigentlich unser Hauptziel. Das steht da immer wieder neu dran, aber ist eigentlich unser Ziel die ganze Zeit.